Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part hatten wir ganz viele Supportgespräche und anschließend sehr, sehr, sehr viele Entwicklungen. Ich bin echt gespannt, an die ganzen weiterentwickelten Einheiten im Kampf zu begutachten, was die da so drauf haben, wie die jetzt ausschauen. Ich habe auch ein paar neue Waffen verteilt, das werdet ihr im Kampf dann mit Sicherheit auch sehen. Also da freue ich mich drauf, definitiv. Nachdem die letzten beiden Parts ein bisschen ruhiger waren, geht's dann jetzt hoffentlich wieder mit einer spannenden Schlacht weiter. Kapitel 15. Gipfel der Ulfhedin. If I may. My Lord, ich habe die Umgebung vollständig ausgekundschaftet. Thank you. Danke, Kase. Und, wie sieht es aus? I'm afraid it's not good. Ich fürchte nicht gut. Ich glaube, die norische Armee ist sich unserer genauen Position nicht bewusst, doch sie haben alle möglichen Wege zum Schloss versperrt, einschließlich aller Nebenstraßen und Pfade. Sie waren ziemlich sorgfältig. Tausende Truppen sammeln sich. Tausende. Und wir sind gerade mal eine Handvoll. Nun, danke nochmal, Kase, dass du diese schwierige Aufgabe übernommen hast. Of course. Natürlich, mein Lord. Darf ich fragen, wie ihr nun weiter vorgehen wollt? Ich sehe keine Möglichkeit, unbemerkt an den norischen Truppen vorbeizukommen. Gibt es wirklich keinen anderen Weg, den wir nehmen können? No. Doch, den gibt es. Huh? Oh, dann raus mit der Sprache. Anscheinend haben wir keine andere Wahl. Listen. Theoretisch ist es möglich, nur über den Berg der Ulfhedin zu erreichen. Jedoch ist der Berg der Ulfhedin allgemein als der unpassierbare Gipfel bekannt. What? Wie könnt ihr so etwas auch nur vorschlagen, mein Lord Ryoma? Wir sind besser dran, wenn wir gegen 10.000 norische Soldaten kämpfen. That's right. Ich bin mir der Risiken bewusst und nur ebenso. Das ist wohl der Grund, warum sie uns in diese Richtung drängen. Richtig, ich sah keine Truppen, die den Weg zum Gipfel versperrten, doch das ist sicher beabsichtigt. What do you think? Was denkst du, Kamui? Das ist vielleicht unsere beste Chance. Hm. Nun, wir können nicht einfach hierbleiben. Wir mögen zwar eine kleine Truppe sein, aber wir sind stark und flink. Ich denke, wir sollten unser Glück mit dem Berg der Ulfhedin versuchen. Sure. Dann ist es beschlossene Sache. Kase, kannst du uns zum geeignetsten Pfad über den Gipfel führen? Leave it to me. Natürlich, mein Lord. Zuerst die ewige Treppe und jetzt das. Wenigstens müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir außer Form geraten. Leider sind die körperlichen Anstrengungen nicht unsere einzige Sorge. Wie geht es dir, Kamui? Möchtest du eine Pause machen? Nein, mir geht es gut. Aber es sieht so aus, als würden die anderen zurückfallen. Vielleicht sollten wir ihnen die Chance geben, aufzuholen und sich auszuruhen. I've got your back. Eine gute Idee. Ich gehe ein Stück zurück und benachrichtige die Anführer. Moment, es ist noch jemand hier. Huh? Wo? Ich sehe niemanden. Steal yourself. Pass auf, Kamui. Womit haben wir es hier zu tun, Ryoma? Noch weitere norische Monster? No. Nein, das sind Ulfhedin, ein Clan, der die Fähigkeit des Gestaltwandelns besitzt. Sie sind der andere Grund, warum man diesen Berg fürchtet. Hey! Keaton! Hey, was macht der Kerl in unserem Revier? Huh? Tut mir leid, wer bist du? I'm Keaton, your superior. Ich? Oh, mein Name ist Keaton. Und du kannst mein Fell nicht haben, klar? Ihr seid nicht die ersten Menschen, die mir mein Fell über die Ohren ziehen wollen. Aber am Ende bin ich es immer, der mit Trophäen prahlen kann, mit ihren Knochen. Er scheint eine ganze Sammlung von menschlichen Knochen zu haben. I'm so sorry. Entschuldige, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Wir wollen nicht euer Fell haben, sondern nur dieses Gebiet passieren. Wir wollen niemandem etwas Böses tun. Don't do anything dumb. Wirklich? Warum sollt ihr euch glauben? Mein Fell ist ziemlich weich, weißt du? Eine Menge Leute wollen es. Listen. Bitte glaube mir, wir haben nicht vor, mit euch zu kämpfen. Alle herhören, legt eure Waffen nieder. Yes. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Kamui. Ja, hoffentlich tust du hier das Richtige. Alright. So, es tut uns leid, dass wir euer Revier betreten haben, aber wir kommen in Frieden. Wir wollen nur passieren. I see. Ha. Na gut, na gut. Ich glaube, sie sagen die Wahrheit. Lassen wir die Menschen durch. Thank you. Danke, Keaton. Wir wissen es zu schätzen.
What? Was war das? What? Ich glaube, das war eine Explosion. Alle runter auf den Boden. No. Sieh doch dort oben. Was ist das? No. Das sieht aus wie dunkle Energie. So wie jene, die aus meinem Schwert kam. Wurde mir aber schon wieder von König Garon reingelegt. If you die on me, I'll kill you. Hey Kumpel, wach auf. Das ist nicht lustig. Schluss damit. Ach, mach die Augen auf, komm schon. Du bist doch nicht etwa... Oh je. Du warst das, oder? Das hast du die ganze Zeit an der Schnauze herumgeführt. No. Nein, das ist nicht wahr. Wir haben nichts damit zu tun. Say goodbye. Du lügst. Dafür werdet ihr sterben. Ihr alle. Mein Lord Kamui, geht es euch gut? Aus dem Weg. Das ist eine Sache zwischen mir und ihm. No. Kase. Ich denke nicht, dass wir hier mit Reden weiterkommen, mein Lord Kamui. Wir werden schwere Verluste erleiden, wenn wir uns nicht wehren. Ich hätte den Menschen nicht trauen sollen. Niemand kommt hier lebend davon. Schnell, mein Lord Kamui. Wir müssen handeln. Entscheidet euch. Wir haben wohl keine andere Wahl. Bitte vergebt uns, Ulfhedin. War ja klar, dass wir hier nicht so einfach durchkommen werden. Ich finde es ganz lustig, wenn man bei Noah Richtung Hoshido marschiert, trifft man im Umkehrschluss auf Caden und die ganzen Füchse. Deswegen war es mir schon klar, dass man hier bestimmt auf Keaton und die ganzen Wölfe treffen wird. Was ich ganz interessant finde, dass im Vorfeld oftmals Caden und Keaton verglichen werden und ich mehrfach gehört habe, ja, Keaton ist ja so viel aggressiver, wenn man Hoshido spielt, als Caden. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so. Er wollte uns ja auch friedlich passieren lassen eigentlich. Und dass er jetzt glaubt, dass wir seinen Freund getötet haben, kann ihm, glaube ich, keiner übel nehmen. Er weiß es einfach nicht besser und daraufhin ist er ja aggressiv geworden. Caden im Umkehrschluss wollte uns von Anfang an töten bei Hoshido. Also ich finde irgendwie nicht unbedingt, dass Keaton so viel aggressiver ist, als Caden das gewesen ist. Die haben beide gute Gründe, sich zu verteidigen und ihre Leute, das auf jeden Fall. Jetzt gegen ihn zu kämpfen, finde ich natürlich nicht so schön, weil ich mag ihn schon ganz gerne. Aber nun gut. Wie viele Einheiten dürfen wir denn mitnehmen? Nicht so viele leider. Sprich, ich muss 2 Leute auf jeden Fall hier lassen. Okay. Gucken wir erstmal. Die Map. Joa. Was mir ein bisschen Angst macht an der Map, dass hier viele von diesen Festungen stehen, wo wir uns zwar potenziell heilen können, aber die Gegner eben auch, und wo potenziell Verstärkung kommen könnte. Also gerade hier auf der Seite sind verdammt viele Festungen. Das macht mir ein bisschen Angst. Was machen denn die Drachenadern? Regen senkt Werte der Gegner, aber nur temporär. Okay. Das heißt, da ist noch eine Drachenader und da ganz oben ist auch noch eine. Damit kann ich den Gegner dann quasi schwächen. Alles klar. So, Ulfhedin Alpha ist quasi die weiterentwickelte Klasse bei den Ulfhedinnen. Ich weiß nicht genau, was der Plural davon ist. Die haben einen sehr hohen physischen Angriff. Dementsprechend wäre es gut, Einheiten zu haben, die auch viel aushalten von der Verteidigung her. Das Problem ist, dass die wiederum eine niedrige Resistenz haben. Das heißt, da wären eigentlich magische Einheiten besser. Aber magische Einheiten mit hoher Verteidigung ist eher schwierig. Oh, ihr habt Talion. Oh, nein, nein, nein. Sprich, wenn ich neben ihm stehe und angreife, soweit ich weiß, egal ob physisch oder speziell, kriege ich den Schaden zurückgeworfen. Sprich, ich sollte auf Distanz angreifen. Hayato könnte das zum Beispiel, Sakura, Ryoma, Setsuna, Kase, ja. Okay, gucken wir erstmal weiter. Aber nicht alle, wir haben auch die normalen Klassen, sag ich mal, die haben das dann nicht. Diese Einheit verursacht +3 Schaden, wenn sie im Kampf zurückschlägt, okay. Einheit kann durch von Gegner besetzte Felder ziehen, so. Aber das finde ich schon mal ganz positiv. Dass nur die weiterentwickelten Einheiten Fähigkeiten haben und die haben noch nicht mal alle Talion. Ich habe es bislang nur einmal gesehen, das finde ich ganz angenehm. Ich hatte schon befürchtet, dass die alle vielleicht Talion haben könnten. +10 zugefügter und erlittener Schaden während des Kampfes. Das wäre mir ein bisschen zu blöd, wenn ich das hätte.
Gut, Keaton. Level 6. Bestienstein plus auch schon. Okay. Aber auch da, die Resistenz ist eher so meh. Okay, bin ich jetzt eigentlich einmal durch? Nee, da haben wir noch die Giftklaue. Da haben wir Magiespiegel. Ja, immer noch seltsam beschriftet. Habe ich ja immer im Nor-Let's Play schon erklärt. Talion wirft alle Angriffe von benachbarten Feinden zurück. Sprich, egal ob magisch oder physisch. Dementsprechend Magiespiegel, der angeblich magische Angriffe von benachbarten Feinden zurückwirft, wäre demnach nur ein abgeschwächtes Talion. Also das stimmt so nicht. Soweit ich weiß, wird auf Distanz alle abgefeuerte Magie zurückgeworfen. Das ist ein bisschen doof beschriftet und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay, okay. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, 22 Einheiten, da wird ordentlich Verstärkung kommen. So, wen will ich hier lassen, ist die Sache. Gute Frage. Die stärksten wären natürlich Ryoma und Sakura vom Level her. Aber Sakura kann halt sehr gut heilen und Ryoma soll ja noch mit Setsuna so ein paar Supports bekommen. Wen lasse ich denn mal hier? Ich würde ja eigentlich schon Saizo und Takumi gerne mitnehmen, ist die Sache. Ich glaube, ich lasse mal Hayato und Kase hier. Quasi eine physische und eine spezielle Einheit. Einfach weil, ich weiß auch nicht, mir ist da gerade so nach. So, Positionen. Setsuna auf jeden Fall. Und Kaden und Hinoka. Der Rest ist eigentlich ziemlich egal. Der kann auch separat agieren, weil die haben ja ihre S-Supports alle schon. Na gut. Alle besiegen. Aber die haben zumindest nicht so eine nervige Fähigkeit wie die Kitsune, die ja teilweise in manchen Runden nicht angreifbar sind. Achso, ihr seid da alle so. Alles klar, da müssen wir nur gucken, wie wir euch jetzt am schlauesten besiegen. So, du hast Talion, sprich, dich muss ich auf jeden Fall auf Distanz angreifen. Das könnte ich zum Beispiel mit Azura tun. Weil Talion ist nur für Benachbartes. Sprich, Distanz sollte nicht das Problem sein. Es ist schön zu sehen, dass Azura wirklich was reißen kann. Ich meine, sie konnte vorher auch schon guten Schaden machen. Als Skaldin und auch als Luftritterin. Aber sie kam halt so selten zum Einsatz bei mir nach ihrer Entwicklung, weil sie halt überhaupt nichts ausgehalten hat. Ich meine, wenn ich jetzt gucken würde, sie hat halt nur 22 KP, ne? Gut, der Bestientöter. Der wird ihn ziemlich leicht besiegen. Und vor allen Dingen, ich glaube, wenn ich ihn quasi one-hitte, dann aktiviert sich Talion erst gar nicht. Aber ich mache es trotzdem mal auf Distanz, um den Bogen auch so ein bisschen zu leveln. Ja, das müsste, wenn Saizo auch trifft, ganz knapp passen. Yo. Ach ja, die Animation. Dumm, die dumm, die dumm. Ihr kennt mich ja schon, ne? Dürfte aber eigentlich nicht nochmal passieren, weil ich ja jetzt nicht mehr trainieren muss. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ihr kennt es schon. So. Aber Azura wird mit Sicherheit nochmal zum Einsatz kommen, dann sehen wir sie auch. Ich spiele ja sehr ungern ohne Animation. So. Oboro. Oh ja, das ist guter Schaden. Definitiv. Dann würde ich sagen, jeder, der jetzt quasi mal angreift, das mit Azura zähle ich gerade nicht, weil das haben wir ja nicht gesehen. Können wir uns ja mal so ein bisschen angucken, wie die neue Klasse ausschaut, was die jetzt so für Waffen haben, was ich denen gegeben habe. Kann man ja kurz so ein bisschen was zu sagen. So, Oboro, unsere Speermeisterin, finde ich, hat ein sehr schönes Outfit. Bisschen weniger orangenschlastig, aber vom Muster her sehr schön. Ich meine, die hat auch nichts anderes erwartet, sie kennt sich ja damit aus. Hat jetzt die Silbernaginata auch bekommen, weil ich jetzt endlich meine zweite hatte. Die erste hat ja, glaube ich, Hinoka gehabt. Also ich glaube, man merkt, es sind zwar, sag ich mal, nicht entwickelte Einheiten, aber trotzdem, selbst die entwickelte Einheit haben wir ziemlich gut platt gemacht. Das ist sehr, sehr schön. So, Setsuna, unsere Scharfschützin, hat den Doppel-Yumi, um den, das Waffendreieck quasi einmal umzudrehen, falls sie im Nachteil ist. Illusions-Yumi für mehr Resistenz und klar, Silber-Yumi, weil, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte ihr einfach schon länger keine bessere Waffe gegeben
Das habe ich jetzt nachgeholt. Oh, es ist so schön zu sehen, dass ich die One-Hitten kann. Also wir leveln natürlich eher langsam jetzt. Aber ja, ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass wir jetzt wirklich mit... Auch mit so einer wie Setsuna, wo ich immer so ein bisschen skeptisch bin, ob die so viel ausrichten kann. Aber macht auf jeden Fall guten Schaden. Ist sehr, sehr schön, jetzt die weiterentwickelten Einheiten zu haben. Sodale. Dich könnte ich hier anlocken. Du bist allerdings auch in Ulfhelion Alpha. Und du greifst physisch an. Auf jeden Fall. 27. Ich habe eine Verteidigung von 24. Sprich, Uni-Häuptling Rinka kann ihn mal anlocken. Hat immer noch die Silberkeule, Meisterakt, Sperrbrecher und jetzt auch die Doppelkeule. Um gegebenenfalls ja, den Typ-Nachteil auszugleichen. Den packe ich dir mal dazu. Ich packe dir mal Takumi dazu. Und ansonsten würde ich sagen, warten wir einfach mal. Ich würde halt echt gerne einfach alle mal im Kampf sehen. Um mir das mal so anzugucken. Ja, also Rinka sieht schon bedrohlich aus. Nicht so bedrohlich wie die Wölfchen da. Aber doch, sieht noch gefährlicher aus als vorher, das passt. Und Takumi hat einfach nur ein etwas längeres Gewand, aber finde ich auch gar nicht so schlecht. So, ihr rückt auf, die rücken auf, okay. Ich glaube, bei Takumi hat sich tatsächlich aber nichts verändert von den Waffen her. Hat immer noch seinen Fujin-Yumi und den Illusions-Yumi. Der, die, das, ich habe keine Ahnung. Das reicht eigentlich. Du kannst ihn auch gerne mal abschießen, dann sehen wir dich auch nochmal im Einsatz. Nicht nur hinten, sondern auch vorne. Ja, also ich glaube, für den Moment bin ich gut ausgerüstet. Definitiv. So ein bisschen was habt ihr jetzt ja schon gesehen. Und wie gesagt, ich möchte mal, dass jeder einen Schlag ausführt, dass ich mir die Klassen auch mal vernünftig angucken kann. So. Da wäre natürlich die Drachenader. Aber noch brauche ich die nicht zwingend. Bei Rinka könnte anlocken. Was bist denn du für einer? Weiterentwickelt. 27 Angriff. Na komm, Rinka darf dich nochmal anlocken. So, diesmal stellen wir mal Kamui mit dazu. Hat jetzt bei mir, wie gesagt, den Drachenschein, das Yato wie vorher auch. Und das Sonnenfest zum Heilen. Ja, ich weiß, er hat jetzt schon Waffenlevel D beim Heilen, weil ich hatte noch eine Waffenschriftrolle. Und Kamui hat halt einfach drei Waffen gehabt, die man noch leveln konnte. Deswegen habe ich ihm einfach die Waffenschriftrolle gegeben. Deswegen kann er auch schon ein Sonnenfest tragen. So, ansonsten könnte ich dich noch anlocken. Du bist ein normaler Ulfhelion. Allerdings komme ich da nicht so gut auf den Berg. Deswegen stelle ich die beiden erstmal dahin. Hier wartet hier. Azura wartet erstmal hier. So. Aber doch, ich habe schon das Gefühl, ich merke eindeutig, dass meine Einheiten jetzt ein bisschen mehr drauf haben. Süßer Schaden, den du da machst. Definitiv. Ich meine, man kann sich jetzt drüber streiten. Oh, du crittest mich sogar. Man kann sich darüber streiten, ob es jetzt zu früh war, ob zu viel des Guten war. Gut, bei Kamui sieht man im Kampf nicht viel von der Klasse als Drache. Aber ich bin damit zufrieden und das ist die Hauptsache. Dass die mich critten können, viele Meistersegel es hier gibt, jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Das macht mir ein bisschen Angst. Also 13% ist ja nicht gerade wenig. Zum Glück hat Rinka da überhaupt keinen Schaden genommen. Da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Was war nochmal genau für die Crits verantwortlich? Die Fähigkeit? Beeinflusst die Trefferchance und Häufigkeit kritischer Treffer. Und das war mit doppelter Angriff, also die Fähigkeit. Die normalen haben 15. 15, ist hier irgendwer da? 20. Ja gut. Ich kann halt schlecht nur vom Hingucken sagen, oh, du hast hohe Fähigkeit, du crittest bestimmt oft. Das ist für mich eher noch etwas schwierig. So, Hinoka. Gucken wir doch mal. Du kannst auch guten Schaden machen, alles klar. Hinoka hat jetzt noch das Blütenfest bekommen, damit sie auch heilen kann potenziell. Und ansonsten hat sich bei ihr, glaube ich, nichts getan. Sieht aber auch sehr schick aus auf ihrem Pegasus. Und Kane im Hintergrund auch. Der sollte eigentlich auch guten Schaden machen, weil ich glaube,
dass die quasi gegenseitig effektiv sind. Sprich, Ulfedin gegen Kitsune und umgekehrt. Meine ich, irgendwie so. Mal gucken. Kaden Silber bestimmt auch nochmal richtig im Einsatz. So, ansonsten, wer hat denn noch nicht? Azura zum Beispiel oder Mosu. Nehmen wir erstmal Mosu. Hat jetzt natürlich von allem etwas. Hat einen Bronze-Katana bekommen fürs Schwert. Eine Stahl-Naginata und die Wächter-Naginata immer noch für ihre Lanze. Und die Bronzekeule für ihre Axt. Also sie hat wirklich alles. Und ich kann mir jetzt quasi frei aussuchen, was ich denn ganz gerne möchte. 24, 26, 28. Ich glaube, ich muss darauf zurückgreifen. Also Mosu hat auf jeden Fall große Auswahl. Und ich finde, sie sieht unglaublich schick aus. Sie ist halt echt erwachsen geworden. Ich mag ihr Gewand. Und ich finde auch, sie sieht jetzt so viel reifer aus. Sie zittert nicht mehr so, sie weiß, was sie tut, wenn sie trifft. Also finde ich schon sehr schön, diese Entwicklung von Mosu. Gut. Dann darf Azura das erledigen. Da habe ich da schon was zu gesagt. Stahl-Naginata, Bestientöter, Klingenbrecher ist auf alles vorbereitet. Und natürlich ihren Bogen, den ich so ein bisschen leveln möchte. So, jetzt sehen wir sie auch mal als Kinshi-Ritterin. Wie gesagt, ich finde die Vögel gar nicht so schlimm. Sie sehen nur so ein bisschen hühnchenmäßig aus. Ui, das ist ja cool, wie sie da hochspringt. Das gefällt mir. Gut. Ja gut, dann hier oben jetzt, ne? Ich könnte die Drachenader aktivieren. Ihr seid aber alle noch weit genug weg. Ich könnte dich anlocken, auf jeden Fall. Das kann ich ja mit Saizo erledigen. Du warst ein normaler Ulfedin, ne? Ja, das ist dann überhaupt kein Problem. Mit Saizo auf jeden Fall. Oboro kann hier stehen bleiben. So, im Umkehrschluss könnte ich hier auch jemanden anlocken. Aber du warst schon weiterentwickelt. Das finde ich nicht so lustig. Ich glaube, da warte ich lieber noch eine Runde. Und wir bewegen uns schon mal so ein bisschen in diese Richtung hier, weil da ist zwar noch eine Drachenader, aber aktuell, glaube ich, finde ich es ein bisschen sinnvoller, Richtung Norden zu marschieren. So. Dann sehen wir auch mal Saizo, unseren Meister-Ninja. Da hat sich, glaube ich, tatsächlich gar nichts getan. Ich meine, der hat genau die gleichen Items wie vorher. Abgesehen davon, dass ich eben eine Mixtur aufs Auge gedrückt habe. Aber ansonsten hat sich da nicht viel getan. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ich kenne es ja schon von meinem Nor-Let's Play von Kase. So, wer fehlt denn jetzt noch? Saizo hatten wir gesehen, Oboro hatten wir gesehen, Takumi. Gut, Kamui gibt nicht viel zu sehen als Drache. Rinka, Mosu. Kaden fehlt noch da unten. Takumi hatten wir und Ryoma und Sakura, aber die kennen wir ja quasi schon. Sprich, es würde noch Kaden fehlen. Okay. Die Sache ist, wie lange hält die Drachenader? Das weiß ich nicht. Aber lassen wir das ruhig Ryoma erledigen. Einfach weil. Ich meine, seine Trefferchance ist jetzt nicht sonderlich hoch. Aber im Umkehrschluss, der Gegner kann auch nicht viel machen. Und dann kann er noch ein paar Sympathiepunkte mit Setsuna zusammensammeln. Also Ryoma sieht natürlich auch klasse aus, aber Ryoma sieht ja immer so aus. Du kannst auch gerne einfach quitten. Ist auch okay. Also doch, ich bin sehr zufrieden. Oh, sogar ein Level Up. Meine Einheiten sehen alle ziemlich stylisch aus. Gut, Hayato und Kasa haben wir jetzt nicht im Einsatz gesehen. Astra. Nimm ich. Für die, die Astra übrigens nicht kennen, hier einmal die Erklärung. Chance und Prozentfähigkeit durch 2, sprich 21 durch 2, also so ungefähr 10% Wahrscheinlichkeit, dass sie sich aktiviert. Das ist gar nicht mal so wenig. So, wie ist denn das hier? Du bist auch so ein Alpha-Typi. Okay. Bei sammeln wir uns mal erstmal hier Rinka. Du bist noch recht voll von der KP her. Ich stelle mal Saizo mit dahin. Du kannst auf jeden Fall anlocken. So, hätten wir hier nochmal ein bisschen hoch. Nein, auf, da. Aber ich wollte schon heilen, das stimmt. Ich wollte das bei Hinoka so ein bisschen auch leveln. Kann, glaube ich, nicht schaden. So. Dann warten wir erstmal ab, was passiert. Also,
Da kommt garantiert noch Verstärkung, ansonsten wäre die Schlacht nämlich ziemlich leicht. Ja, so langsam machen die mir aber Angst mit ihren Crits, weil 8% ist zwar jetzt nicht so viel, aber 11 Schaden mal 3? Doch, ich glaube mal 3. Und bei Sachen wie Schnitter oder Meisterwaffen glaube ich sogar mal 4. Das hätte Rinka nicht überlebt, also das ist schon übel. Ich würde ja gerne mal die Drachenader ausprobieren bei Gelegenheit. Wer darf denn mal? Setsuna, meine Liebe. Trefferwahrscheinlichkeit ist zwar jetzt nicht unendlich hoch, aber ich will ja auch, dass die beiden ein paar Sympathiepunkte sammeln, natürlich. Deswegen schicke ich die mal so ein bisschen vor. Ich glaube, abgesehen von Caden haben wir jetzt alle gesehen. Der muss gleich auch noch irgendwen umnieten, dann bin ich zufrieden. Victory, Victory. Oder so. Okay, Drachenader. Regen senkt Werte der Gegner. Lass uns mal ganz kurz gucken. Die wichtigen Sachen. Du hast eine Stärke von 16 und... Also 16, 9 und 3 ist so das Interessanteste. Dann schauen wir doch mal. Regen! Und jetzt hast du nur noch 12 Angriff. Deine Verteidigung ist auch um 4, glaube ich, gesunken und deine Resistenz ist ganz weg. Das lohnt sich schon. Also... Huch, da wollte ich nicht draufklicken. Mein Finger war zu dick. Wollte da draufklicken. Also alles minus 4. Das ist schon mal echt nicht schlecht. So. Ihr kommt bis da, okay. Das heißt, hier kann mir keiner irgendwas. Außer Caden hat auf einmal 100 Kilometer Reichweite. So, Caden, dich wollte ich doch nochmal im Einsatz sehen. Ja, tut etwas weh. Ich glaube, es ist echt so, wenn du Caden hast, dann ist er halt sehr effektiv. Wenn du Umkehrschluss Caden hast auf deiner Seite, dann ist er sehr effektiv. Also, du bist da eigentlich immer im Vorteil. Wie er sich rollt. Als wenn er Walzer einsetzen würde. Aber sehr schick auf jeden Fall. Gut. Ansonsten... kann ich da noch irgendwie... Na, ich glaube, ich muss einfach... Ich würde den Regen halt gerne noch so ein bisschen ausnutzen, aber... Ich glaube, ich muss einfach so ein bisschen aufrücken. Die Hügelchen sind halt ein bisschen schwierig. So. Ach ja, ich kann ja auch heilen, da war ja was. Bitteschön, Rinka. So. Es ist schon echt praktisch, dass jeder bei mir potenziell heilen kann. Ja, dass da überall Verstärkung kommt, habe ich mir schon fast gedacht. Das wäre sonst auch irgendwie zu einfach gewesen. Aber es geht wahrscheinlich jede Runde wieder um einen hoch. Ja, okay. Okay, okay. Da müssen wir gucken, dass die uns nicht von hinten überrennen, aber es sind eigentlich nur normale Ulfedien, das geht. Und ansonsten müssten wir mal gucken, wenn ich die mal kurz alle wieder demarkiere. Wer von denen ist denn gefährlich? Du? Gut, Caden sowieso, ihr seid normal. Du siehst noch ein bisschen anders aus, du bist entwickelt. Ihr seid, glaube ich, normal, normal. Du bist noch entwickelt. Okay. Also bei denen sollte ich vielleicht nicht direkt mich hinstellen. Nicht, weil die unendlich viel Schaden machen, sondern eher, weil sie mich potenziell wegcritten könnten. Und das muss nicht sein. Da muss ich ein bisschen aufpassen, aber ansonsten denke ich, kriegen wir das ganz gut hin. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.